Hallihallo, meine Lieben. Wir wollen jetzt mal in die kommende Woche reinschauen, hier vom 13. bis zum 19.05., was aufs Kollektiv Schönes zukommt. Und ihr wisst ja, ich bin immer noch im Urlaub. Also heute ist ja der letzte Tag und ich bin heute Abend wieder dann zu Hause. Und ab Montag geht's natürlich los, könnt ihr wieder privat bei mir Legungen buchen. Ne? Will ich nochmal schon mal Bescheid geben. Also ab dem 13.05. So, und da gucken wir jetzt rein, was hier vom 13. bis 19. auf das Kollektiv die kommende Woche zukommt. Ich habe dieses Orakel vorgedreht, aber die Energie ist natürlich trotzdem präsent. Ne? Also hier für die kommende Woche. So, und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Was kommt denn hier in der kommenden Woche vom 13. bis 19.05. aufs Kollektiv zu? So, aufs Kollektiv zu. Genau. So, und da haben wir jetzt drei Energien. Wir fangen mal hier an. Es geht um das Mondmädchen. Oh, ein Neuanfang. Es zeigt sich schon mal ein Neuanfang. Wow. Sehr, sehr schön. Passt auch so überein mit der Neumondenergie noch, ne? Ein Neuanfang kommt. Dann haben wir hier die Gönnerin, Gunst und Großzügigkeit. Man genießt hier aber auch die kommende Woche. Und das Schwert des Magiers. Du sollst auf den eigenen Zauber vertrauen. Okay, ja, also da zeigt sich mir hier in der kommenden Woche, es geht hier um einen Neuanfang. Irgendetwas beginnt von Neuem. Vielleicht sind aber da noch die ein oder anderen Ängste bezüglich dieses Neuanfangs. Aber dieser Neuanfang kommt auf dich zu. Und hier ist eine Gönnerin. Vielleicht, man sieht da hier auch zwei Mäuse, wie die zwei Mäuse sich hier liebkosen, wie die kuscheln. Ne, vielleicht bist du das ja unten gegenüber oder es geht ganz, ganz einfach darum, dass du dir hier in der kommenden Woche etwas großzügig gönnen tust. Ne, du bist hier so eine richtige Königin, eine richtige Gönnerin. Und wir haben das Schwert des Magiers dabei. Du vertraust auch auf deinen eigenen Zauber. Das Schwert bedeutet aber auch immer Klarheit oder Kommunikation. Ne? So, schauen wir mal weiter, was die Schutzengel-Orakel hier sagen. Das war das schamanische Orakel. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn das jetzt? Das schamanische Traum-Orakel. Ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen. So, Schutzengel-Orakel von Kai Quay. Die begleitet uns auch schon seit Wochen, diese Karte, obwohl ich die ständig mische. Ja, also es geht hier um das Universum. Du sollst auf das Universum vertrauen, auch in der kommenden Woche. Das ist immer noch an deiner Seite. Also das lässt dich hier nicht los. Und es geht auch noch in der kommenden... Huch, jetzt hat mir fast noch die Kerze ausgehauen, ey. Was ist das denn jetzt gewesen? Was haben wir denn hier? Die Sorgen. Na gut, die Sorgen, die können ruhig verbrennen, gell? Also die Karte, die ist gleich hier rein in die Kerze gefallen. Ja, also in der kommenden Woche kann es hier noch zu ein oder anderen Sorgen kommen, aber die werden jetzt langsam wieder besser. Es geht ja auch um Urteile. Ich erkenne, dass alle Menschen ihren eigenen Weg und ihre ganz persönlichen Herausforderungen haben. Das zeigt mir jetzt hier ein Thema, vielleicht nochmal im zwischenmenschlichen Bereich. Ne? Hier gibt es die ein oder anderen Sorgen. Vielleicht macht man sich hier, ja, vielleicht urteilt der ein oder andere auch hier über seine Mitmenschen. Und es geht um das Selbstwertgefühl. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Da kann ich auch sagen, du hast hier nächste Woche mit deinem Selbstwert zu tun. In irgendeiner Sache machst du dir noch Sorgen, die werden aber besser. Und man fängt hier aber auch an zu urteilen über andere Menschen. Na, und da wirst du wahrscheinlich dann nächste Woche oder auch jemand anders hier erkennen, dass jeder Mensch seinen eigenen persönlichen Weg geht. Ne, das ist nun mal so. Also keiner kann, sage ich jetzt mal, in dieser Bewusstseinsstufe wie du sein oder ne, generell den gleichen Weg wie du gehen. Jeder geht halt wirklich einen anderen Weg. Jetzt schau ich rein. Die allgemeinen Tendenzen für die kommende Woche. Oh, das ist aber schneidend hier. Die allgemeinen Tendenzen, ich nehme das mal lieber so, allgemeine Tendenzen für die kommende Woche, bitte vier Karten. Vier wollte ich eigentlich. Okay, die nehmen wir wieder weg. Dann habe ich meine vier. So, da haben wir den Mond. Es kann um Ängste und Schattenseiten gehen. Hier hat vielleicht auch jemand Angst, enttäuscht zu werden. Oder dass sich hier wieder jemand davonschleicht. Na? Die allgemeinen Tendenzen. Was wird hier noch gezeigt?
Da haben wir einmal die Herrscherin, das kannst du sein, das kann aber auch eine Persönlichkeit sein, Chef, Autoritätsperson, Chefin. Ja, hier kommt wieder was in die absolute Fülle rein, ne? Gerade was die Gefühle auch betrifft. Aber hier sind noch die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter ist ja meistens auch so ein Verrat. Also da kommt in der kommenden Woche jemand auf dich zu mit einem liebevollen Angebot. Kann in der Liebe sein und das ist schicksalhaft. Hier war irgendwas Schicksalhaftes, was wie so ein Verrat war für dich. Und man schaut aber jetzt hier darauf, dass es hier jetzt sicher wird. Ne? Dass es auch generell für die Zukunft sicher wird hier bei dir und dieser Person. Also entweder ist das hier wirklich ein Thema in der Liebe, was in der kommenden Woche auf dich zukommt. Hier bekommt man wieder etwas unter Kontrolle mit einer Person, das kannst du sein. Und hier sind die 10 der Kelche, hier sind schöne Gefühle drin in der kommenden Woche. Also das sind so die allgemeinen Tendenzen. Aber hier ist halt noch ein Verrat, hier ist man traurig, ne? Hier hat man vielleicht auch so einen gewissen Streit gehabt oder man denkt hier vielleicht auch noch mit so schweren Gedanken, aber da kommt jetzt eine schicksalhafte Veränderung und diese Veränderung, die wird sicher, auch sicher für deine Zukunft, ne? Du beobachtest das Ganze aber auch. Und wir haben den Page hier der Kelche. Ne? Den Page der Kelche, das ist auch ein liebevolles Angebot, was auf dich zukommen könnte in der kommenden Woche. Okay, das ist jetzt schon mal die allgemeinen Tendenzen. Also da kommt jemand in deine Richtung auf dich zu. Wir schauen dann nochmal rein, was bei Beruf, Finanzen und natürlich in der Liebe ist. Was kommt da genau in den allgemeinen Tendenzen? Oh, na? Da haben wir den Fuchs. Ja, also es könnte hier darum gehen, dass man hier wirklich misstrauisch ist in der kommenden Woche, weil hier noch die ein oder andere Belastung ist, vielleicht auch was Schicksalhaftes, ne, was wir ja hier gesehen hatten, dass da eine schicksalhafte Veränderung kommt und hier kann etwas zum Wachstum kommen oder man kann von etwas heilen. Der Fuchs und das, ja, hier liegt nämlich so eine gewisse Blockade drauf auf der ganzen Sache, weil man hier schon enttäuscht wurde, ne? Weil man hier schon öfters enttäuscht wurde und da weiß man halt nicht so richtig, kommt da jetzt Wachstum oder nicht, ja? Also man muss sich hier wirklich noch für einen Weg entscheiden, ne? Also hier geht es in der kommenden Woche um eine Entscheidung. Es kommt was unter Kontrolle mit jemandem, das kann wirklich Liebe sein, das kann aber auch alles andere sein, das kann auch Chef sein, Behörde sein und dabei fühlst du dich auch gut, aber auf der anderen Seite ist jetzt schon vieles passiert, die Person hat vielleicht auch schon öfters mal mit einem Angebot in deine Richtung hier was gemacht und deswegen war das wahrscheinlich auch immer wieder belastend und enttäuschend hier mit dem Fuchs, dem Kreuz und den Bergen. Ne, weil da immer noch die Blockade drauf liegt, aufgrund dieser alten Sachen. Und man kann ja aber davon heilen. Also hier kommt eine Heilung rein, ne, in die ganze Geschichte. Oder vielleicht auch ein Wachstum. Naja, da ist es doch schon mal gut. So, was zeigt sich Beruf und finanziell in der kommenden Woche? Nee, halt, wir wollen nochmal mischen. So, aber jetzt. Beruflich und finanziell die kommende Woche. Eine noch. So. Bitte nicht wieder so viele. Eine einzigste noch. Oh, beruflich und finanziell scheint es hier ein bisschen schwieriger zu werden. Okay. Das weiß ich jetzt nicht. Wie sind das? Okay, na gut, dann nehmen wir die jetzt. Also hier sehe ich, ja, hier ist ein Mangel. Na, also hier ist schon mal ein Mangel am unteren Kartendeck, was ich jetzt hier sehe. Und man kann aber was unternehmen. Also beruflich und finanziell sehe ich, dass hier noch ein Mangel da ist. Aber man kann etwas unternehmen, damit sich das verändern tut, ne, in der Angelegenheit. Und da sehe ich hier, es geht hier in der kommenden Woche um Sicherheit, beruflich, finanziell, weil hier noch so was Negatives drin ist. Es geht um etwas Toxisches, um etwas, ja, da ist keine schöne Energie drin, aber die wird abgeschlossen, diese Energie. Ne, man hat hier halt trotz alledem noch Misstrauen in seinen Gefühlen. Ja, das kann hier wirklich mit einer Person sein. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen eingestellt hier, damit dann auch ein paar Karten hier hinpassen. Also beruflich sehe ich hier in der kommenden Woche ist ein Mangel, den man aber auflösen kann, ja.
Hier geht es um die Sicherheit. Vielleicht hat das noch mit einer anderen Person zu tun oder es geht generell um deine eigenen Gefühle, ne, in der kommenden Woche. Ich sehe, dass hier eine dunkle Energie da ist, eine negative Energie, beruflich oder finanziell, die einen vielleicht auch so ein bisschen was vermiest hat in der letzten Zeit. Und das kann auch hier noch in der nächsten Woche sein. Aber diese Energie wird jetzt langsam rausgehen, weil entweder wirst du wirklich einen neuen Zyklus starten oder du beendest hier einen Zyklus. Ne? Also es kann sein, dass du hier beruflich oder finanziell etwas beenden tust und dadurch kann dieser Teufel dann rausgehen. Und da sehe ich hier, ne, Teufel, das ist immer so eine Energie von Sucht. Es ist von Missgunst, vielleicht ist man aber auch an der Energie so ein bisschen gekettet, wenn es um die Sicherheit geht. Und davon wirst du dich auf jeden Fall befreien. Du bist zwar hier noch misstrauisch in der kommenden Woche, ne, aber hier kommst du wieder in gute Gefühle rein. Und ich möchte jetzt mal wissen, was ist denn diese Teufelsenergie da in der kommenden Woche? Oh, die 5 der Kelche. Ja, das ist, man ist hier wirklich sehr, sehr traurig über eine Sache, ne? Also man ist hier wirklich sehr, sehr traurig unterwegs. Man denkt hier, jede Hoffnung ist irgendwie verloren in der kommenden Woche. Aber ich kann dir sagen, die ist nicht verloren. Ne, vielleicht könntest du auch hier so ein Verlust erleiden oder verzweifelt sein in der kommenden Woche, wenn es um deine Sicherheit geht. Aber ich sehe, das wird abgeschlossen mit der Welt. Ne? Also du bist misstrauisch, aber hier kommt etwas. Hier kommt jemand oder etwas kommt hier auf dich zu, wo du noch misstrauisch sein könntest oder wo das Ganze einfach geklärt werden kann. Ne? Also wo dann schon diese Sicherheit wieder reinkommen könnte. So, was sagen die Lennys beruflich und finanziell? Oh, hier waren noch welche umgedreht. Moment. Und da habe ich die einfach nur falsch genommen, ja. So, aber jetzt. Beruflich und finanziell, was kommt da genau? Mit was haben wir es denn hier zu tun? Da haben wir einmal die Nummer 34, die Fische. Ja, es geht um die Finanzen. Ne? Hier geht es um die Finanzen und da geht es um die Klärung. Hier wird etwas im Finanziellen geklärt werden in der kommenden Woche, wo wirklich dein Herz dran hängt. Also da hängt dein Herz, da hängt deine Seele dran an dieser Sache. Und das kann auf jeden Fall hier nochmal eine Klärung erfolgen. Und ich nehme das so wahr, dass du das hier wirklich machst, damit hier etwas bereinigt werden kann. Ja. Wenn es jetzt im beruflich, wenn da deine Gefühle auch so ein bisschen mitspielen in der ganzen Sache, da kann ich dir auch sagen, wird man das auch klären können hier die Sache, ne? Und dann kommen hier diese guten Gefühle wieder rein, ne? Das ist hier dieser König der Kelche, ne? Ja, hier kann ein Angebot dann noch auf dich zukommen. Und was ich aber hier noch sehe mit den 2 der Kelchen, ist, dass hier so eine gewisse Wiedervereinigung kommen kann. Also etwas, was dir schon eine gewisse Sicherheit verspricht, was aber nicht so aussieht, wie es scheint. Also achte jetzt bitte auf meine Worte. In der kommenden Woche ist etwas im finanziellen oder im beruflichen, wo man dir etwas verspricht, was auf der einen Seite sicher aussieht, aber auf der anderen Seite nicht so ist, wie es scheint. Schön aufpassen, ne? So, das kann natürlich auch sein, dass hier ein paar Abzocker unterwegs sind und dir irgendwas andrehen wollen, ne? Aber das ist nicht so, wie es scheint. Pass auf, dass du dich da nicht irgendwie in etwas verlierst, ne? Das soll ich dir auch nochmal sagen. Aber das geht raus, ne? Das wird hier abgeschlossen. Dieser Zyklus, wo dieser Mangel die ganze Zeit da war, wo das Misstrauen da war, das wird abgeschlossen, ne? Ja, und was haben wir dann jetzt noch? Jetzt haben wir noch die Liebe. Jetzt haben wir die Liebe noch. Und da gucken wir jetzt mal noch drauf. Kommende Woche in der Liebe. Was wird sich in der Liebe die kommende Woche zeigen? Die Liebe. Die kommende Woche. Ui. Ich glaube, das waren die 3 der Kelche, die es schon mal weggehauen hat hier. Ich lege die schon mal hin. So. Oh, das ist der Turm. Ja, 3 der Kelche. Hier gibt es eine Veränderung. Kann auch im freundschaftlichen Bereich sein. Ass der Schwerter. Okay. Komm, eine noch. Eine oder 2 noch. Okay, eine. Ritter der Stäbe. Okay, man kann hier was unternehmen. Alles klar. Ich möchte jetzt mal wissen, was der Turm hier ist noch. Oh, okay. Wow. Ja.
Also, in der Liebe geht es entweder in der kommenden Woche um eine Entscheidung oder um eine Erneuerung. Und die wirst du treffen, ne? Weil du malst dir dein Leben aus, wie du das willst. Auch in der Liebe. Und da sehe ich hier, dass man gemeinsam an einer Sache arbeitet und jetzt einfach mal diese Ängste hinter sich lässt oder etwas Altes auch hinter sich lässt, ne? Schweren Herzens, kann man sagen. Und da kommt hier, ja, du guckst hier auf deine eigene Sicherheit. Du guckst auf deine eigene Sicherheit und planst auch deine eigene Sicherheit. Es geht darum, du willst einen Neuanfang halt ganz einfach in der Fülle und daran bist du auch fokussiert dran und arbeitest auch dran. Und da sehe ich in der kommenden Woche, könnte es hier in einem freundschaftlichen Bereich, kann natürlich auch Liebe sein, ne, vielleicht auch eine Dreierkonstellation, auf jeden Fall hier plötzlich zu einem Zusammenbruch kommen. Es könnte hier eine Veränderung kommen mit dem Turm. Also das ist eine ganz schnelle und knallharte Veränderung. Hier bricht so ein altes Konstrukt auch zusammen. Und da sehe ich hier mit dem Turm, ja, dass hier die Masken fallen, entweder in einer Freundschaft oder in einer Liebesverbindung, ne, da fallen hier die Masken. Es kann sein, dass man hier sich plötzlich treffen möchte, dass hier plötzlich etwas ins Glück reinkommt und ja, und wer macht das? Das sind wirklich drei große Arkanas, die hier jetzt liegen. Der Magier kommt hier zu einer Erkenntnis. Also hier kommt jemand zu einer Erkenntnis und man glaubt jetzt hier an etwas. Das Ganze ist auch so ein Stück weit schicksalhaft, ne, mit den Hierophanten. Also hier wird auf jeden Fall etwas geführt und das auch ein Stück weit von oben, dass man was verändern kann. Ne? Du bist aber auch hier so ein Stück weit auch der Magier, weil du kannst das auch selber verändern. Und ich sehe hier oben gerade ein Schwert und da wird mir angezeigt, es geht hier wirklich um Klarheit. Du könntest Klarheit über eine Sache erreichen in der kommenden Woche und du kannst was verändern. Und hier sehen wir ja auch nochmal das Ass der Schwerter. Es zeigt sich hier auch nochmal eine Chance auf Kommunikation, eine Chance, sich entweder von etwas abzuschneiden oder eine Chance, hier auch in der Liebe in der kommenden Woche Klarheit zu erhalten und dann Dinge zu unternehmen, um da auch etwas umzusetzen. Ne? Entweder kommt da jemand auf dich zu und setzt da etwas um. Es könnte auch sein, dass jemand mit einer Kommunikation hier nochmal auf dich zukommt, damit du überhaupt Klarheit erhaltest hier. Also hier passieren in der kommenden Woche so plötzliche Themen. Und ich will jetzt mal wissen, was kommt hier noch in der Liebe die kommende Woche? Und dann stürzt die Karte wieder ab. Moment. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Jetzt muss ich erst mal überlegen, was das ist. Ist der Turm, ne? So. Was kommt hier noch in der Liebe? Also mit dem Turm kann sich schon mal eine Isolation oder eine Trennung anzeigen oder einen Rückzug generell. Na, was kommt hier noch in der Liebe? Wir haben hier das Haus. Hier wird sich von etwas getrennt. Okay. Hier geht es um Wege, um Entscheidungen. Eine Karte möchte ich mal noch. Und hier geht es um die Öffentlichkeit. Okay. Und um die Blumen. Oh, hier geht es um Treffen. Okay. Ich möchte jetzt aber mal wissen, warum der Turm? Warum der Turm? Aha. Also, das bist du in der kommenden Woche, ne, als die Frau. Und du schaust hier auf Veränderungen, ne? Okay, hier war noch die, was ist das denn? Hier war noch die Karte dazwischen. Oder ist das das Glück? Nee, das war eine Extrakarte, entschuldigt. Oh, hier sind sogar zwei Mädels. Schaut euch das an. Es kann wirklich um eine Dreierkonstellation gehen. Ich habe wirklich jetzt nicht gewusst, dass da zwei Weiber drin sind in dem Kartenblatt. Tut mir leid, Leute. Und hier ist das Gegenüber. Also, das bist du auf jeden Fall. Und du schaust ja auf eine Veränderung, wenn es vielleicht noch hier um ein Paar geht, dass hier was zu Ende geht. Hier ist eine Drittpartei mit dabei, so wie es aussieht, ne, weil ich die Drittpartei vergessen habe rauszutun. Wusste ich jetzt nicht. Aber egal, machen wir jetzt so. Und es wird halt nur schwierig, wenn dann jetzt noch ein vierter Mann, noch ein zweiter Mann dazu kommt, gell? Aber nee, wir sehen hier, du willst in der kommenden Woche, dass sich was wandelt, dass sich was verändert. Aber hier geht es halt noch um ein Paar und da geht es halt noch um ein Ende bei diesem Paar, ne?
Und du hast hier auf jeden Fall Unklarheiten bezüglich vielleicht doch noch Freundschaft. Vielleicht bist du auch mit diesem männlichen Part hier befreundet. Oder du hältst dir vielleicht an Ängsten oder Unklarheiten fest und an einer Unruhe. Ne, man kann hier nicht so richtig vorangehen. Ja, hier sehen wir noch ein anderes Gegenüber. Jetzt hört es aber auf. Ne? So, und es geht hier um eine Trennung. Man müsste sich hier wirklich von einem Gegenüber trennen. Also wenn du jetzt wirklich hier auf jemanden guckst, der noch jemand anders hat, dann geht es hier um eine Trennung in der kommenden Woche. Ne, vielleicht klärt man hier nochmal die Gefühle, vielleicht muss hier nochmal was geklärt werden. Kann natürlich auch sein, wenn du vielleicht auch getrennt bist von dein Gegenüber hat schon jemand Neues, dann könnte es auch sein, dass man hier noch etwas mit Finanzen klären müsste, ne, mit diesen Finanzen. Und das kann auch mit einer Behörde sein, ne, das kann auch sein. So, entweder gibt es da nochmal Streit oder es geht halt hier in der kommenden Woche um eine Trennung, wo man nochmal Gefühle klärt. Vielleicht zieht man sich aber auch generell so ein Stück weit zurück. Ne, vielleicht geht es generell darum, dass man sich hier von einer Familie trennen muss. Also von etwas muss man sich trennen, zurückziehen. Also eine Lösung muss dafür gefunden werden. Und dann trifft man eine Entscheidung. Also es kommt hier auch nächste Woche zu einer Entscheidung, dass man sich hier nochmal treffen tut, Einladung, Öffentlichkeit. Ne? Entweder geht es hier um ein Treffen, was hier auch harmonisch wird, oder falls du halt wirklich in der Liebe mit einem Gegenüber was mit einer Behörde klären musst, dann kommt hier die Entscheidung rein, dass hier nochmal eine Einladung von der Behörde auf euch zukommt, dass man dieses finanzielle Miteinander hier klären kann. Ne? Also da kommt dann nochmal eine Chance auf eine Kommunikation rein. Ja, und ansonsten geht es hier um eine Trennung. Na? Ja, kann ja auch möglich sein, dass man sich wirklich so ein bisschen von Gefühlen abtrennt, ne? Dass man hier nochmal drüber redet und sagt, ja, was sagt man denn? Was kommt mir denn jetzt rein? Also, dass man sagen könnte, hier du, lass uns noch Freunde bleiben, ne? Das kann natürlich auch sein und hier sind halt keine Gefühle, ich habe halt hier Zweifel. Oder es ist halt wirklich so, dass du vielleicht auch zweifeln könntest, dass ich hier dieses Gegenüber überhaupt trennen könnte von dieser Drittpartei. Na? Also das kann natürlich auch sein, ja, weil du willst hier auf jeden Fall, hier will jemand was Sicheres haben. Und hier geht es halt wirklich um Entscheidungen noch. Na? Kann auch sein, dass du dich kommende Woche mit einem Gegenüber treffen tust und nochmal über diese über einen Partner oder über eine andere Partnerin, ne, dass ihr dann nochmal redet hier darüber, über diese Person. Na, es kann alles Mögliche sein. So, jetzt sind wir aber fertig, jetzt sind wir durch. Also kommende Woche wird mal wieder sehr turbulent, so wie ich hier sehe. Ne, und wir haben ja aber auch hier oben, guck mal, hier oben ist ja die Herrscherin. Ne, das kann ja auch, entweder ist das wirklich ein Thema, was in der nächsten Woche auf dich zukommt. Es kann aber auch wirklich sein, dass hier jemand, wenn das Thema Liebe ist, dass hier jemand auf dich zukommt mit diesem Fisch, mit diesem Kelch, aber du weißt nicht, wie du reagieren sollst, weil du hier auch schon oft hintergangen wurdest und verletzt wurdest. Ne? Du machst ja auch immer viele Gedanken hier über die Sache und denkst da auch nach. Und es könnte hier zu einer Fülle kommen. Ne? Also man könnte hier schöne Gefühle bekommen. Ne, wegen dieser Sache. Es kann aber auch sein, wenn das wirklich etwas Finanzielles oder generell so ist, ne, eine Situation, dass hier nochmal etwas geklärt wird, was schon schöne Gefühle bringen kann, wo wieder Frieden reinkommt hier. Und es kann auch ein Finanzthema sein, ne, dass zum Beispiel ein Gegenüber hier auf dich zukommt, wenn es um Finanzen geht und sagt, komm, lass uns das mal klären, was hier ist. Ne, ich habe jetzt keine Lust mehr, dieses Ganze hin und her. Lass uns das jetzt einfach hier mal klären, ne, diese Sache, diese finanzielle Sache, die hier auch zwischen uns steht. Ne, auch sowas kann das sein. Ne? Also es hat ja hier jeder ein anderes Thema. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jeder hier das gleiche Thema ganz einfach hat. So, und jetzt schaue ich mal, was die Engel und Ahnen hier noch sagen. Der Herbst könnte erstmal wichtig sein oder es ist seit dem Herbst etwas. Und da sagt ein Engel und Ahne, lass das Alte los und ruhe einfach mal aus. Lass jetzt mal das Alte hinter dir, lass das Alte gehen. Ne, das nützt dir nichts mehr, das bringt dir nichts mehr. So, jetzt gucken wir mal, was Maxi Mankewitsch hier noch sagt. Aus dem Suimaster-Orakel.
Das sind noch drei Karten sogar. Na gut, die Nummer 23. Ein erfolgreiches Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Ein geniales Leben dagegen ist die vollständige Entfaltung deiner Seelenkräfte. Und es geht hier in der kommenden Woche darum, dass du deine Seelenkräfte mal entfaltest, ne? Dass du dich wirklich von den Themen fernhältst, die dir einfach nicht gut tun, ne? Dass du jetzt einfach mal in dein Glück gehst. Und die Nummer 8, das ist auch so Neubeginn, die Erneuerung, die Endlosschleife. Probleme gehören zum Leben. Wer sie ablehnt, lehnt auch das Leben ab. Alle Probleme sind nur eine sanfte Einladung deiner Seele, dich neu zu definieren. Na? Also du kannst hier was dagegen tun. Und die Nummer 3, bewerte nicht. Jede Seele handelt in bester Absicht, ausgehend von dem eigenen Bewusstseinsgrad. Und das ist wieder das Urteilen. Man urteilt vielleicht auch in der kommenden Woche über eine Person, ne, oder über irgendwelche Mitmenschen. Und du sollst nicht urteilen, du sollst auch diese Menschen nicht bewerten, weil jeder halt eine andere Wahrnehmung hat, jeder hat einen anderen Bewusstseinsgrad, jeder hat ein anderes Leben gehabt und nicht alle haben das gleiche Leben. Und nur, sage ich jetzt mal, weil du halt vielleicht schon ein bisschen weiter bist als vielleicht hier eine andere Person, ne, heißt das ja nicht, dass die Person da nie hinkommt. Die Person braucht halt noch gewisse Lernthemen, Lernerfahrungen, bis diese Person vielleicht auch dahin kommt, wo du dann bist. Ne, oder wo man einfach, wo sich das Bewusstsein einfach mal ein bisschen erhöht und verändern tut. Es geht ja hier immer nur im Leben und um Lernthemen, ne, um Dinge zu lernen. So. Jetzt schauen wir mal noch, was die Liebe in der kommenden Woche noch allgemein sagt. So, da haben wir als allererstes die Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Das muss nicht nur auf die Liebe sein, das kann alles Mögliche sein. Dann haben wir die Zeit. Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen, lass den Dingen ihre Zeit. Ne, das sagt hier nochmal, irgendwas braucht hier noch Zeit. Und Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. So, meine Lieben, jetzt gebe ich euch noch ein Krafttier mit, wie immer, für die kommende Woche. Und da bin ich mal gespannt, wer uns denn diese Woche begleiten wird. So, es dauert kurz. Lololo. So. Na, Max? Mein Kaderchen ist gerade mit hier. Der guckt mich gerade so ganz entgeistert an. So, welches Krafttier wird uns kommende Woche begleiten? Durch die Woche. Da ist es auch schon. Schon wieder der Flamingo. Ne? Und der Flamingo sagt, bejahe das dazwischen. Also sag auch immer mal ja. Zwischen den Zeilen. Ja. Ne? Und dann geht es wieder weiter und ja. Ich erkenne das jetzt an. Ja, es geht weiter. Und. Ne? Also bejahe das dazwischen. Sag einfach auch mal ja. Also du sollst nicht immer nur ja sagen, aber guck mal, der Flamingo, der ist wendig, ne? Der kann seinen Kopf in alle verschiedenen Themenbereiche stecken, in alle Ecken, in alle Kanten, ne? Der kann sogar unter seinen Beinen durchgucken. Also das ist damit gemeint. Also egal welche Perspektive sich dir hier zeigt, nimm das an und löse es für dich, ne? So, und was macht hier mein Kater? Was machst du da, Max? Sag mal hallo. Sag mal hallo. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt, aber ja, mein Lieben, ich wünsche euch jetzt ein ganz, ganz wundervolles Wochenende noch, also einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Wie gesagt, ich bin heute Abend dann wieder da, ne, spätabends, und ihr hört mich dann auf jeden Fall Montag mit einem neuen Tagesorakel. Ciao, ciao.